Okidoki, Freunde, wir sind zurück in der alten Welt, wo auch immer. Hä, warum nicht hier? Irgendwie. Wohin soll's Ah, gehen? wenn das so ein Typ war, mit der Materialien holen soll. Theoretisch. Oder auch nicht. Seltsam. Vielleicht habe ich ihn irgendwie hier positioniert, weil ich irgendwie was mit der Luftpost checken wollte. Das ist momentan nicht so übel. Ah ja, genau, hier, Forschungsbericht über die Arktis. Natürlich nimmt es ab, da ist klar, ich muss auch wieder warten, bis der Typ wieder kommt. Und ich hab, glaube ich, offscreen. Also, ich habe den, ich glaube, 2 Minuten verpasst von der letzten Folge, weil ich glaube, ich irgendwas noch gefixt habe. Irgendeine dieser Routen war kaputt, also irgendwie ein Schiff ist einfach stehen geblieben. Das habe ich halt wieder gefixt und insofern, ja, sind wir hier zurück. Vor allem natürlich bei denen hier, bei den zufriedenen Gelehrten, hoffentlich auch. Nur Grafen verboten, mein Gott, ich habe so viele andere Dinge. Ich bin eben überlegen, ob ich ihnen vielleicht Dinger sperren soll hier. Den Rum noch, weil, ach, das brauchen sie kaum. Also. Forschungsberichte, ja, eben, oder? Plus 20 Forschungspunkte, also hallo. Es gibt so viel dazu wieder. Die mit Erhöhung und, ja, die mit Erhöhung. Bis nächste kommt, das wird dauern. Und haben mich dabei. Ich müsste eigentlich noch andere Items machen, ich weiß. Ich glaube. Die Frage hier mit der. Sollte ich schon mal ihn wieder zupacken einfach? Mann, wir haben noch den noch. Wir haben schon irgendwie 2 Stück davon gemacht oder so, oder? Die können noch ein paar Mal machen. Jetzt mal hier unten hin, weil ich komme hier nicht mehr raus. Allein der Anblick dieser zahnlosen Burschen tut mir in der Seele weh. Ich danke den Musen, dass sie mir dieses Arbeiterleben erspart haben. Den Musen. So. Mal ein paar hinzugefügt. Wie sieht's aus mit dem Item der Frachtverlader? Oh, alte Frachtliste. Nee, das brauchen wir nicht. Das wird zwar Attraktivität ein bisschen hinzufügen. Ich mach nochmal. Kann ich eigentlich auch mehrere von euch hier verschieben? Das geht aber nicht, wa? Nö. Die Warteschlange. Mhm. Also es auch Ewigkeiten dauert, deswegen packe ich jetzt mal hier hoch. Beziehungsweise jetzt hat der Mine anpassen. Ja, wenn wir eine Ölquelle verschieben, wäre mir jetzt gerade wichtiger. Und zwar aus dem Grund, weil ich das in der neuen Welt brauche. So, plus 3 Frachtverladung mal fürs Erste. Dann hier, Great Eastern. Ja, ja. Natürlich ist die Great Eastern geil. Da ist halt so etwas, gerade in der alten Welt, dass ich mir halt überlegen muss. Ob ich hier nicht auch die Luftschiffe zum Teil verzichten, wenn ich die Great Easterns einsetze. Müssen wir mal gucken. Produktion der alten Welt und so. Ne, die sowieso. Also momentan zumindest nicht. Später, ja, gerne. Vor allem Kaffee. In der alten Welt. Momentan ist mir aber das ja eigentlich lieber. Und ja, ich kann nochmal einen von diesen Dingen machen. Buchbarkeiten theoretisch auch noch. Die Frage, was ist hier nach der Ölquelle? Ich glaube, ich mache erstmal die Ölquelle statt dem Lehmboden. Jetzt haben wir hier die Fruchtbarkeit, genau, dann haben wir die Rumproduktion, ich schmeiße mal da raus. Damit es nicht zu Verwirrung führt, okay, dann werden die Prioritäten hier mal ein bisschen gesetzt. Sehr gut. Wie es generell hier mit den Waren aussieht, das müssen wir jetzt halt auch ein bisschen beobachten, logischerweise. Versteckt die Flaschen. Ich glaube, Schwann habe ich jetzt wieder genug, aber ich ja irgendwie. Das ist schon krass, weil es nur ein bisschen was ich gefixt habe. Aber es hat offenbar schon Wirkung gezeigt. Wir gucken mal ganz kurz. Naja, die Wurst ist immer noch Wurst, aber hey. Warum nehmen sie den immer schon wieder stark ab? Da ist gar keine drin. Das bisschen Rentierfleisch wird jetzt kaum was ausmachen. Den Schuss nicht gehört oder was? Da ist hier wieder irgendwas kaputt. Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. Nö, passt alles. Hier natürlich wieder viel zu viel drin, aber ist ein anderes Thema mit der Route. Okay, zurück in die neue Welt. Hier habe ich ja letzte Folge gesagt, wir müssen noch ein bisschen was machen hier.
Und damit fange ich jetzt auch an. Moment, Route. Wir haben aktuell Region Neue Welt. Ich muss sagen, ich finde jetzt die Gruppierungen sind neuen viel übersichtlicher als zuvor. Ich jetzt auch weiß hier, eben Import, Export, dann kommen zuerst meine Luftposten, dann die ganzen Regionen, dann Öltransport. Klar kann ich hier Import, Export dann noch anpassen. Das sind auch gemacht und hier alles auch ein bisschen fertiger ist. Erstmal hier Region Neue Welt. Wir haben die Route. Prinzipiell gefällt mir das. Wir müssen das mit den Erzen so beibehalten, mit dem Mais auch. Mit dem Waren gefällt mir nicht so ganz. Da muss ich nochmal ran. Und zwar mache ich das jetzt so. Eine Kleine Route Fische kopieren, müssen das geht darauf wohl nicht, wa? achten, mit wem sie schwimmen. Und so Alves tust dahin. Das heißt, ich packe hier erst einmal. Was gerade irgendwie falsch ist. Warte mal. Ponchos Hier, machen wir da. und stellen Sie etwas Sinnvolles damit an. Währenddem ich gerade hier Glaub dabei gar nicht, du bin, bekommst noch mehr. die Waren hin und her zu ziehen, fällt mir gerade was Nur eine auf, kleine Aufmerksamkeit. was ich dringend noch fixen muss. Wir haben hier ein paar Schiffe in Lauerstellung. Nicht viele, aber ein paar. Und drei müsste reichen, so. Okay, Moment. Moment, Moment, Moment. Manola, Nahrung. Ja, das war doch jetzt wieder. Kleidung, nee. Wo ist er? Also Kleidung stimmt so theoretisch schon, aber da habe ich jetzt nicht gemeint. Hä? Bin ich jetzt doof? Ah, Luftpost Neue Welt. Ich war schon verwirrt. Was ist denn da gerade los? Also. Region Neue Welt. Ah, danke schön. Also. Dann machen wir dasselbe wie hier oben. Mal sowas hier. Das geht irgendwie einfach so nicht wahr. Voll doof. So, die raus. Dann macht ihr nur noch das. Alves tus aber ja blau. Bau, nicht blau. Waren. So, dann sind die Dinger schon mal hier oben, dann passt das. Natürlich macht die da das jeweils andere, aber das soll mir soweit egal sein. Okay. Die gehen auch alle hier oben hin. Die sind schnell weh und je. Der geht dahin, weil es halt frei war. Das ist soweit ja auch korrekt. Das hier aber soweit. Ja gut, ist er wieder da unten war. Okay, ich muss hier sowieso ein bisschen was anpassen. Dazu gleich mehr. Luftpost ist mir etwas aufgefallen. Und zwar Luftpost Neue Welt. Hier sage ich im Prinzip. Was glaube ich eh. Ah, hier. Sage ich im Prinzip: Hey, von Manola 20 bitte mitnehmen, 20 Post. Und hier ausladen. Das Problem ist, wenn ich hier zum Beispiel noch, sagen wir, in der, es geht um die regionale Posten, hier ankommt. Sagen wir, ich habe eine Gesamtkapazität von 60 und TED aktuell 57. Was macht er?
Der ist nicht so drauf, dass man einfach sagt, okay, wenn man an Waren nehme ich halt, lagere ich nur 3 Stück ab, nehme den restlichen 17 noch mit. Nein, nein, der sagt sich, ich lege alle 20 ab. Was du brauchst, nimmst du, der Rest ist mir egal. Und das kotzt mich etwas an, wenn ich ehrlich sein darf. Deswegen passe ich die Menge wieder an, weil das geht für mich irgendwie gar nicht, dass der die wertvolle Post da oben klaut. Und ja, es ist ja auch nur eine kurze Route. Oh Mann, was ist jetzt los? Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja dann, hopp hopp löschen. Jetzt noch so viele Dinge, die ich zu tun habe. Vor allem Lackgewalt fehlt auch noch. Sind Sie wirklich bereit? Sie sind großzügig. Guck mal ganz kurz. Du hast völlig recht. Gib es einfach her. Ich muss die Instruktionen für die Arbeiter weiter vereinfachen, damit sie nicht wieder unken, das Handbuch zu lesen wäre. Nee, okay. Oh, ist immer gut. Da brennt's auch. Ja, ich muss halt den ausbauen, wa? Würde schon gehen, den hier auszubauen. Das Problem ist aber. Ja, das wollen wir uns ja später noch ein bisschen angucken. Hä? Schießt da jemand? Achso, nicht auf mich. Fehlender Sturm für die Kekse. Ja, das mit der Stromversorgung wird aber mal zum Thema sein. Oh, keine Fenster. Ja, da war ja was. Dann schmeißen wir da einen an. Ein bisschen Gläser habe ich ja wieder. Oh, natürlich. Ich Dummkopf. Mhm. Aber echt. Okay, die Dinge ausbauen. Nee, das mache ich später. Stromproblem, Strommangel. Beziehungsweise Ölmangel eigentlich nicht möglich. Wir müssen gerade da sein, genau. Die sind ja alle unterwegs. Beziehungsweise der nicht, weil er gerade irgendwas holen wollte. Und sie nichts mehr hatte, war okay. Wir gehen jetzt halt die anderen Dinger holen. Ja, ich meine, es sind 5 Frachter insgesamt. Das wird trotzdem nicht ausreichen. Aber ja, da habe ich mal gesagt, also glaube ich hier auch von der Fundo macht ein riesen Öllager mit dem Öl der ganzen Region. Theoretisch haben wir Nola etwas, aber wenn ich hier einfach ein riesiges Öllager mache, klar wäre die Distanz zur alten Welt geringer. Aber ich habe Angst, dass mir nachher die Attraktivität von Manola sinkt. Das will ich eigentlich ja weniger. Aber dann würden halt die Schiffe trotzdem mal nachher zu einer Insel fahren, da holen. Und ich hätte hier noch einen Öltank, der halt immer wieder das Öl holt von allen Dingen und dann hier auf die Zentralinsel bringt. Da ist nochmal so eine Idee. Apropos Strom, da gibt es ja auch noch in der neuen Welt ein bisschen was zu tun. Dazu gleich später mehr. Ich will ja ein bisschen das Fiasko hier oben ein bisschen aufräumen. Mit etwas mehr Liebe. So. Ich gebe euch mal das da frei. Oh wei, oh wei. Und ich glaube, ich werde auch mal hier noch ein paar Gebäude upgraden. Es ist vor allem hier für die Post was wichtig. Weges, wenn ihr mal ein bisschen schneller seid hier. Gut, also. Großes Ziel, was ich jetzt vorhabe, ist die Produktion hier, die wir hier so haben. Die Dinger. Auf die Insel wirklich halt zu übertragen. Da habe ich auch was gesagt von wegen, hey, machen Sie hier unten. Wir werden immer noch nicht. Dann kommen auch Ideensuchbetriebe weg. Das Problem ist, generell brauche ich sie trotzdem noch. Nur an, sag ich jetzt mal, anderen Orten. Weil wir haben ja schon ein bisschen informiert. Es gibt leider noch so ein paar Dinge,
produktionstechnisch, die ich mit Orchideen brauche. Auch Nahrungsmittel. Deswegen muss ich das irgendwo anders hin platzieren. Und jetzt wird es eben langsam lustig. Ich habe hier eben die Ölquellen, die ich mal gerne verschieben würde. Deswegen sind da schon mal zwei drin. Ich werde momentan keinen dritten hinkriegen. Also 1000, das dauert, bis ich da so weit bin. Vielleicht auch gar nie. Trotzdem brauchen wir oben mal Platz. Das heißt, ich muss erstmal den hier verschieben. Und zwar, jetzt wird es halt ein bisschen doof. Ich habe hier mal. Ich kann die Dinger momentan hier unten nicht nachbauen. Ne? Da habe ich für keinen einzigen Platz. Theoretisch einer schon reichen, aber eben das geht gerade nicht. Außer er würde einen von denen hier kapern. Ich muss halt ein bisschen überlegen, weil ich habe jetzt hier drei Anlegestellen. Wie viele Luftschiffe, bis der Bug einmal behoben ist mit dem Lufthafen und so. Momentan sind es hier zwei Stück, die von Abaya nach Alvestus fliegen. Einer von Alvestus nach Manola, wenn aber bald auch mehrere werden. Es ist so oder so kacke, aber ich kann jetzt keinen Rücksicht mehr darauf nehmen. Das Ding muss weg. Warum sollte ich aber klar sein, war, weil ich brauche auf der Platz hier oben. Wir haben lokale Post, wir haben regionale Post, genau, da ist die, wo von Manola herkommt. Lässt dich nicht lumpen. Das soll doch alles cool, das dürfen die auch verwenden, wenn sie möchten. Also. Die neuen. Genau, also hier die Mitte will ich es so belassen, wie es aktuell ja auch gemacht ist, angedacht ist. Die Dinger hier kommen mal gruseligerweise weg. Andere verschiebe ich einfach mal hier hin. Dann habe ich das Gebäude. Machen wir mal ganz kurz aus. Die Lager hier alle auch und die ebenfalls so. Haben wir schon mal weniger Waren. Sehr gut. Oh Gott, ich freue mich schon auf die Folge, wo wir dann die ganzen alten Inseln, sag ich jetzt mal, wo wir jetzt hier noch haben, ne? Also Vorne de Fundo, La Isla, Prosperity, wenn wir die, sag ich mal, die ganzen Produktionen abreißen, auch die ganzen alten Wohngebäude und so. Das wird richtig schön, freue mich jetzt schon drauf. Nicht? So. Also, schicke ich euch mal dahin. Gut. Huch. Hier passiert, da ihr doch alle. Unsere Stadt ist attraktiver geworden. Okay, schräg. Also Lufthafen ist jetzt da. Für die Ralala, für die Ralala. Strom brauche ich hier unten unter anderem. Das Ding muss neu gemacht werden. Es ist aber ja ähnlich groß und aufgebaut wie die Dinger, oder? Wie die. Okay, das sieht schon besser aus. Dann würde ich die vielleicht irgendwie hier hin so machen. Ja, ich weiß, im Prinzip wäre natürlich cool mit den Handelskammern, deswegen habe ich es hier eigentlich auch so gemacht, ursprünglich angedacht. Weiterhin so funktioniert, weiß ich gerade aber nicht. Okay. Mal kurz gucken, wie viel Rindfleisch habe ich aktuell im Lager? Lager ist voll. Milchlager ist voll. Okay. Zeit zu handeln, Freunde. Lager.
Lager ist fast voll. Lager ist gar nicht mal so voll, wie ich eigentlich dachte. Hier schon eher. Okay. Geht trotzdem das Risiko jetzt mal schnell ein. Der kommt dann eher hier unten hin. Zumindest einer davon. Spiel gespeichert. Ernsthaft, wir haben gar nichts gemacht. 20 Minuten schon rum. Lecco mio, ey. Da geht das nicht mehr hin. So. Der zieht straight darüber. Kommt. Ne, ich lasse das Gebäude mal. Ja, mit die Dinger. Die mir eigentlich gefallen, aber ich würde es trotzdem irgendwie anders herumbauen. Das da oben auch nicht so, das muss irgendwie anders gemacht werden. Huch! Auch den nehme ich lieber so, dann einmal eine Mittellinie durchziehen, das ist eine Option. Der irgendwie weniger Felder? Ne, sieht aber gerade so aus. Sind die Felder so transparent? Ganz creepy irgendwie. Ich nehme mal an. Ich nehme an, da müsste einiges passieren, bis zu wenig Fleisch habe. Jo, da müsste einiges passieren. Gut. Weil dann würde ich das hier nämlich einigermaßen so belassen. Vielleicht in der Mitte ein bisschen mehr Abstand. Dann aber trotzdem erst einmal Dinge hier verschieben. Mit Straße sogar. Wenn ich die künftig mal brauchen sollte, dahin, wenn ich es nach unten hin ziehe, wird es ziemlich eng. Die Frage ist, kann man das ganze Gelumpi noch ein paar Mal verdoppeln? Wird sogar gehen, krass. Ja gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es so gut aufgehen würde. Wohlgemerkt natürlich nach dem Ding, was also müsste genau so machen. Okay. Dann hätte ich das schon mal in der Theorie so angedacht. Ja, okay, ist jetzt nicht ganz so, wie ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich die Markthäuser noch dazwischen bauen, dann lassen wir das. Ja gut, das andere passt eh nicht, wa? Erledigt. Jo, ich hab's gesehen, Freunde. Moment. Feuerwache in der Mitte. So, wir haben Häuschen Kabäuschen hier. Ihn holt die eigentlich nicht links und rechts bauen, sondern in der Mitte. Aber scheiß drauf. Der Mensch kann nicht alles haben, er kann es versuchen, aber kann nicht alles haben. Oh, übrigens, ob wir alles haben. Hier unten. Deine Mutter! Wir hoffen, wir das noch diskutieren. Lokale Post 4, wie sieht es eigentlich hier oben ein bisschen auch mit lokalen, also regionalen Post, Entschuldigung. Immer das Falsche, was ich draufklicke. Immer das Falsche. 7, naja. Lokal überregional, Forschungsberichte. Okay.
Quellforschungsberichte. Also mein Öl wird hier immer noch scheiße sein, das weiß ich. Wie sieht's denn hier aus? Ist jemand immer falsch Gebäude? 9,59, ja. Naja. Also für sie reicht's. Ich bedauere all jene, die nie in den Genuss kommen, mich kennenzulernen. Oh Gott, was ein groß kotziger Spacko. Palast noch ausbauen, wa? Ja, auch noch. Entschuldigung, das wollte ich eigentlich ja nicht. Ach ja. Er hat meine Mutter beleidigt. Einem geschenkten Gaul schaut man. Ach nee, warte mal, er hat seine eigene Mutter beleidigt. Hä? Der Idiot. So. Zurück zum eigentlichen Idioten, und zwar zu mir. Weil ich ihm noch so ein seltsames Fiasko hier angerichtet habe. Wo keine Sau rauskommt, was er eigentlich will. Leben, ich will nur leben. Nee, hä? Doch. Die sind da. Oh, die Polizei, ja, hier. Scheiß Polizeistaat! Ja, ja. Das könnte so klappen. Hier habe ich ja ein Polizeirevier. Gut, wir haben ja eh nichts los. Also gerade Brandwahrscheinlichkeit hoch. Mhm. Das wird dann noch optimiert. Also die Dinger kommen auch weg. Idealfall auch hier, beziehungsweise auf die andere Seite. Und zwar eigentlich eher dann so. Natürlich die Frage, ist das irgendwo sinnvoll? Vermutlich nein. Der Platz selbst gar nicht mal so schlecht ausgenutzt wäre. Die Felsen sind einfach halt zu riesig. Und halt breiter oder höher. Kompromiss lässt sich halt schwer finden. Okay, gucken wir uns erstmal hier unten um, wa? Das lässt sich hier theoretisch noch ein bisschen ausbauen. Also, wir haben ja das Kunststück hier unten vollbracht. Er kann aber auch den Scheiß mehr oder weniger genau gleich nach. Ich hätte es nicht unbedingt gerne so, sondern ja eher so. Noch großen Scheiß noch hier gebaut habe. Oh, Kacke. Genau wie mein Schlafzimmer. Okay, setz ich eigentlich nie hören wollte. Nur mein Schlafzimmer, ne? Den Rest davon, den kill ich jetzt mal. Küche ist geschlossen. Ist das aufregend? Und dann versuchen wir es nochmal. Ist gerade angekommen. Detektiv Nicolas Gabriel, die Spürnase. So, so. Zufriedenheit, alle Wohnhäuser. Einkommen raus. Ausschlussgefahr. Klingt cool. Trotzdem erstmal den hier bauen und zwar hier oben. Die Straße ist ein Problem, wa? Mhm. Das würde theoretisch sogar so gehen. Da haben wir jetzt also die Küche. Zuckerraffinerie, genau so wie hier, plus die ganzen Schokoladenfabriken. Ja, ja, ja. Ähm.
Und zwar hatte ich ja hier dafür... Was für Items drin? Die Schokoladenfabrik. Die macht natürlich Sinn. Küchen-Eiscreme-Fabrik. Okay, die machen natürlich Eiscremes da noch hin. Einfluss alle Lebensmittelproduktionen. Da heißt, die sind soweit gar nicht mal so schlecht. Das Einzige, was ich hier vielleicht anders machen könnte, da käme hier halt die Eiscreme-Produktion hin. Ich glaube, so viele bräuchte. Aber das kann man ihm noch angucken. Vielleicht hier ein bisschen geordneter. Was drüben nicht ging, würde ich hier dann halt doch gerne richtig machen. Weil ich hier vermutlich eh viel zu viele Schokoladenfabrik gemacht habe, vor allem natürlich mit den Items dazu noch. Das heißt vermutlich... Reicht das so sogar. Warte mal, war hier nicht auch die Rede von einer Küche oder so? Lebensmittelproduktionen und Küche und Eiscremefabrik. Aber ist die Frage, gilt die Chalea-Küche da auch da rein oder was? Tortilla-Bäckerei. Gut, das bauen halt hier nicht, weil ich hier Fischöl schon Rindfleisch habe, aber das mit der Milch und so nicht mehr. Ich brauche viel mehr Fischöl, das ist irgendwie nicht so geil. Ich vermeiß aber das Gebäude Bananen, das könnte eventuell cool sein. Natürlich ist mehr Produktivität immer cool. Oder eine Kaffeerösterei, das sowieso brauche ich dann auch. Okay, da heißt es, sind die Dinger. Ob ich hier eben die auch noch irgendwie so brauche? Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Und auch, ob ich das irgendwie anders hinstellen möchte. Was ist hier fix gesetzt? Natürlich hier Magazin und so, ein Tankhof. Feuerwache vielleicht auch. Das heißt, die Dinger könnte man theoretisch so... hinbauen, aufstehen, fertig. Das will ich jetzt, was ich hier halt noch Platz übrig habe, wa? Darf ich nicht vergessen. Hier ist Gold vorkommen, das sicher nie brauchen, aber die Dinger könnte man auch gut irgendwie hier reinzwängen. Jo. Kann sich dann angucken, Freunde. Ganz kurz hier oben. Weil die Folge ist schon wieder bei 33 Minuten, das müssen hier aufhören. Lohn nimmt ab, das wundert mich nicht, weil die eine Schiffsrouten muss, glaube ich, optimieren. Alles ist randvoll. Aber dann läuft das auch wieder, also wieder randvolle Post. Hier ist neue Welt Arktis. Dann heißt es, trotz allem, was ich euch hier mitgebe an Melonen und hast nicht alles gesehen. Ja gut, Kaffee nicht, aber trotzdem. Produziert trotzdem noch nicht viel mehr lokale Post. Ja, gut, aber trotzdem, das sind schon. Das trotzdem nicht ausreicht, das ist schon übel. So, das müssen wir upgraden. Ja, also werden wir das, Freunde, in der nächsten Folge abschließen. Und machen jetzt erstmal den großen Cliffhanger für die nächste Ausgabe. Da waren wir sogar erst in der nächsten Folge fertig. Hey, wäre natürlich eine Option, wa? Ganz fies, wie ich bin. Da wüsste ich jetzt halt nicht, was ich in der Folge noch zeigen soll. Als Thumbnail. Super. Wenn das hier draußen rumliegt, verblassen die Farben noch. Wovon? Vom Tintenf... Also vom Calamares oder was? Die Farben verblassen. WTF. Also ich meine... Gut, Strom kann man natürlich überlegen, wo ich den hinplatziere. Der muss schon irgendwie da oben sein. Vielleicht da rüber gehen. Ja, muss mal gucken.
Kaffeerösterei, die kämen dann weg, wenn die Dinger hier unten bauen. Was überlegen wir denn, das da machen? Oder doch hier so oben? Denn die Dinger brauchen ja noch Platz. Also trotzdem haben wir hier wieder ein Platzproblem, Freunde. Man würde es kaum glauben. Hier oben, nee, ist natürlich so, wenn ich die Dinger hier verschiebe, die Ölquellen. Vor allem der hier ist erstmal wichtig. Weil der ist mir gerade tatsächlich ziemlich im Weg. Ja, zurück zum Thumbnail. Keine Ahnung, was soll ich nehmen? Wohin soll's gehen? Abgesehen davon, dass ich noch Waren auspacken sollte. Was darf es sein? Ja, einmal dies, einmal jenes, wenn es geht. Aber überhaupt schon. Kam mir von dem Gebäude, von der Phase noch nicht, wa? Erklär das mit dem Architekten. Mit dem Architekten, so, so. Wir haben erklärt, dass er mit dem Architekten war. Naja. Fast fertig, Freunde. Wie genau fertig es ist und wie es genau funktioniert, das sehen wir in der nächsten Folge zurück bei 1800. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Bye, bye.